Okay, das war mal ein etwas anderes Intro. ja, und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu meinem neuen, zu meinem neuen Let's Play-Projekt, und zwar Resident Evil 1 HD Remaster. Ganz genau, liebe Freunde. Und, ach, was freue ich mich da drauf, jetzt nach dem, ach, was ist das denn? Resident Evil nicht, machen wir später. Ja. Okay, genau. Und ja, was freue ich mich jetzt wieder nach dem Resident Evil Zero jetzt in dieses Herrenhaus wiederzukommen, wie ganz am Anfang, liebe Freunde. Genau, wir spielen den ersten Teil jetzt noch einmal, allerdings mit voll erneuerter Grafik, wie ihr gleich sehen werdet. Ich musste es allerdings ein bisschen umstellen. Ich habe die Grafik jetzt auf Mittel stehen, glaube ich. Wartet mal. Ich gucke das jetzt nochmal nach, ob der das alles gespeichert hat. Ja, hat er. Okay, sehr gut. Ganz genau, liebe Freunde. Resident Evil 1, direkter Anschluss quasi an Resident Evil Zero. Also am Ende, wo Rebecca und Billy sich aufgetrennt haben und da das Herrenhaus gesehen haben. Da geht es jetzt mit uns weiter. Und wir spielen die ganze Story des ersten Teils nochmal nach und auch, wie ich von euch gehört habe, extra Story-Fetzen. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was uns jetzt hier erwarten wird. Also es wird wohl ein völlig neues Spielerlebnis werden. Und ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt hier so lange rumquatschen, beginnen wir einfach ein neues Spiel. Resident Evil. Genau, Resident Evil, Freunde. Von 2014 ist dieses Remaster. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich jetzt so gut läuft, wie ich mir das eingestellt habe, aber ich hoffe doch mal. So, das ist ganz interessant. Jetzt haben wir hier, müssen wir eine Frage beantworten, das ist der Schwierigkeitsgrad. Und zwar, wir haben hier drei Schwierigkeitsgrade zur Auswahl. Erstens wie Bergsteigen. Erfüllend, aber eine Menge Arbeit. Zweitens wie Wandern. Das Ziel kann ohne Strapazen erreicht werden. Und drittens wie ein Spaziergang. Man kann entspannt den Tag genießen. Ich denke mal, das ist Schwierigkeitsgrad leicht, mittel und hart. Ich würde aber vorschlagen, wir nehmen wieder die goldene Mitte, so wie wir es bis jetzt bei Resident Evil immer gemacht haben. Und genau, nehmen wir das. Genehmigt. Vielen Dank. Genau, und da können wir jetzt hier unsere Charaktere auswählen. Ich denke, ihr kennt die beiden. Chris Redfield und Jill Valentine. Wir haben es ja das erste Mal Resident Evil 1, das uralte Spiel, haben wir mit ihr hier gemacht, mit Jill Valentine. Schicke Badge sehen wir da im Übrigen. Und ich würde vorschlagen, der Abwechslung halber, nehmen wir hier Chris Redfield. Problem mit ihm ist halt, er hat zwei Charakterslots weniger, also zwei Itemslots nochmal weniger, aber dafür haben wir hier wieder unsere geliebten Kisten. Alles klar, liebe Freunde, ich würde sagen, nehmen wir Chris Redfield und viel Spaß beim Projekt. Genießt das Intro. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. Thank you.
this way. Ja, willkommen im Überlebenshorror. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. Ja, liebe Freunde, da sind wir nun. ich muss sagen, bei der Cutscene am Anfang war es am Ende ein bisschen asynchron, weil es ein bisschen geleckt hat. Aber es ist zum Glück nicht so zu bemerken. Und ja, wie gesagt, hier sind wir nun, die guten alten Zombiehunde, die uns hier in diese Villa getrieben haben. Und ich würde vorschlagen, jetzt an dieser Stelle, eben in der Haupthalle, hat im ersten Teil Chris gefehlt. Und jetzt, da wir Chris spielen, fehlt natürlich Barry. Und Barry hat uns ja erstmal mit Jill ziemlich den Arsch gerettet. Aber jetzt mit Chris haben wir diesen Bonus halt nicht. Und schaut euch mal das Inventar an. Wir haben nur ein Messer. Wir haben nur dieses Kampfmesser. Hitze verstärkte Legierungsklinge mit gezanktem Rand. Ja, Chris Rand seit seiner Zeit bei der Air Force. Wir haben nur dieses Kackmesser. Sonst haben wir rein gar nichts. Und jetzt haben wir hier auch, ne, die Karte. Die Steuerung habe ich mir... Die Steuerung kann man sich hier zum Glück personalisieren. Ich hab die jetzt einfach mal so gemacht wie beim... wie bei Resident Evil Zero. Und guckt mal euch mal die Karte an. Ist die nicht liebevoll gemacht? Mit dem Kompass oben links. Und hier wird eine Schreibmaschine angezeigt. Und jetzt hier greift man an. Okay. Ja, das habe ich auch so eingestellt. Und wir haben scheinbar eine Verteidigungswaffe, wenn ich mich recht entsinne. Verteidigungsobjekt auf E, genau. Das wird interessant. Und ich würde vorschlagen, mit R könnte man nachladen, aber wir haben nichts. Gut. Nehmen wir diese Farbbänder auf. Altbekannte Items hier. Ganz klar, die Schreibmaschine. Und ja, gucken wir uns jetzt mal dieses Herrenhaus an. Das wird jetzt echt interessant. Die einzige Bewegung ist das stille Flackern der Kerzenflamme. Und ich habe hier auch schon einige Bereiche gesehen, wo ich nichts mit anfangen kann, die es beim ersten Teil gar nicht gab. Zum Beispiel in der Haupthalle unten. Da sind so zwei Türen. Ah, wartet mal gerade, mein Kopfhörer ist ausgefallen. Ja. Sekunde. So, und genau, wenn wir auf die Karte gucken gleich, dann sehen wir das auch. Ein großer, schmutzverkrusteter Krug. Ja. Das, ne? Genau, und hier haben wir wieder die Feuerstelle, wo wir das Emblem entnehmen könnten. Aber ich lasse es erstmal da drinnen. Hier, dieses Emblem. Symbol. Das lassen wir erstmal, weil ich... Ein bisschen kann ich mich ja noch an den ersten Teil erinnern. Und wir brauchen hier mit Chris jeden Platz, weil ihr seht, wir haben 6 Slots. Das ist nichts. Das ist wirklich nichts. Und ja, Chris hat ein bisschen die Arschkarte gezogen hier. Ein Bild von zwei Rittern im Kampf. Das große Schwert steckt in der Brust des einen Ritters. Das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt. Ah, okay. Hier diese Uhr. Kennt man auch.
Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Okay. Das heißt, wir müssen später da was machen. Wie gesagt, ich kenne ja noch so grob halt dieses Herrenhaus. Das wird spaßig, Freunde. Das wird echt spaßig. So, gehen wir mal in diese Tür rein. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie wir uns jetzt hier schlagen werden. Es ist alles gleich. Schaut euch das an in der Ecke. Hier kommt gleich der erste Zombie. Alles zu hier. Und schaut mal. Alles zu, ne? Sie ist von der anderen Seite gestanden, ja. Schaut mal. Hier hinten ging es im ersten Teil noch nicht weiter. Hier ist ein Aufzug. In diesem Stockwerk könnten sie ihn anscheinend nicht betreten. Und da ist hier hinten jetzt schon... ist das die Treppe in den Keller? Das ist tatsächlich die Treppe in den Gruselkeller. Okay. machen wir erstmal nicht. Wir machen erstmal die Cutscene. Ach Gott, das wird lustig jetzt, Freunde. Ich sage euch. Das wird lustig. So, Zombie. Hi. In neuer Auflösung hier. Gottes Willen, ey, ist der widerlich. Okay, ich würde vorschlagen, wir hauen einfach mal hier ab. Weil ich glaube, den ersten, den muss man nicht töten. Beziehungsweise, wir haben ja keine Waffe, wir haben nur ein Messer. Und Messern in Resident Evil ist immer kacke. Lasst uns mal unseren Kollegen Bescheid sagen. Ich glaube, die haben was dazu zu sagen. So, gehen wir mal zurück in die schöne Haupthalle hier. So. Die gleiche Musik auch noch, wie geil. Jill? Where did they go? Okay, wir haben eine Waffe. wessen Waffe ist das? Pistole. Eine Stars-Pistole auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Ja. Wir haben wieder die gleiche Musik in der Haupthalle, als Wesker verschwunden ist. Und jetzt sind Wesker und Jill weg. Und wir könnten nach draußen gehen, tatsächlich. Frage ist, möchte ich das? Wir können sogar raus. Aber eher nicht. So, dann haben wir jetzt eine Waffe. Das ist gut. Prüfen wir die mal. Eine Stars-Automatikwaffe, Maßanfertigung. Feuert 9 mm Parabellum-Patronen. Das ist die gleiche Waffe wie bei Resident Evil Zero bei Rebecca. So, und dann gucken wir uns doch mal hier hinten um. Weil hier hinten gibt es einen Bereich. Den gab es im Original gar nicht. Schau ich das mal an, hier sind Türen und alles. Um Gottes Willen. Was wohl auf der anderen Seite der Tür sein mag. Das hört sich eklig angehört. Ich hasse ja so Geschreie in Spielen, ne? Richtig widerlich. Okay. Das heißt, wir... Gott, schreck mich doch nicht so. Das heißt, wir können anfangen. Also, ich frage mich gerade, wo wir jetzt am besten anfangen mit Chris. Ein Helmsymbol ist in das Schloss eingraviert. Genau, wir haben hier auch wieder das Spielchen, ne, mit den Symbolen in den Türen. Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal hier rein. Wir fangen mal rechts an. Ja, schauen wir einfach mal, ne? Und dieser Raum hier, Freunde. Ein Porträt hängt an der Wand. Es scheint fast, als würde es sie beobachten. Ah, sehr krass, ja. So, dann. Porträts und Fotos hängen an der Wand. Sie sehen aus, als würden sie gleich zum Leben... Alter! Zum Leben erwachen. Ja, ist ja... Okay. Ja, dieser mystische Raum hier, ne? Da oben, ne? Da ist ein Item drin. Porträts und Fotos hängen an der Wand. Sie sehen aus, als würden sie gleich zum Leben... Ja, okay. Falls ihr Code Veronica geschaut habt, da gab es auch so einen Raum.
Tatsächlich, ja. Und wir müssten eigentlich jetzt was verschieben. Die Porträts sagen uns gar nichts. Dann, Chris, geh mal da hoch, bitte. Dann verschiebe ich jetzt nämlich erstmal den Tisch hier hin, damit wir uns da oben die Karte holen können. Das ist nämlich eine Karte. So, schieb den Tisch. Oh, ich finde das so gut, dass dieses Spiel läuft. Auch in dieser Auflösung. Wirklich top. So, komm, da müssten wir jetzt dann eigentlich da dran kommen, oder? Auch hier kann man natürlich nicht ziehen. Kommen wir jetzt da dran oder müssen wir es nochmal anders verschieben? Nein, nicht runtergehen. Was machst du denn, Chris? So, da ist eine Karte von Villa EG. Mitnehmen? Ja. Dankeschön. Und ihr seht das. Ne? Das ist die gleiche Karte. Ja, wie bei Resident Evil 1, weil es das gleiche Gebäude ist. Ne? Nur halt mit ein paar Sondertüren. Ne? Und ja, das wird spaßig jetzt. Das wird echt spannend. Und ich werde aber Folgendes mal machen. Weil ich ein bisschen Munition sparen will und weiß, dass darin noch ein Zombie kommt. Und Zombies sind halt so dumm in diesem Spiel. Und können nicht über Schränke rennen. Deshalb. Chris, schieb bitte den Schrank davor. So, perfekt, danke dir. Weil da drin kommt ein Zombie. Den werde ich auch nicht töten, weil hier müssen wir nur einmal hin. Bisschen kenne ich ja tatsächlich noch, ne? So, genau, hier ist diese Kunstgalerie. Ein düsteres Gemälde des Hauses. Ja, sieht schon krass aus. Und jetzt müsste hier eigentlich verschiedene Kunstmaterialien. Jetzt müsste hier eigentlich ein Zombie auf uns warten. Wir haben einen Dolch. Okay. Ausweichen. Mit Verteidigungsobjekten wie dem Dolch können sie vorübergehend ausweichen, wenn ein Gegner sie packt. Sie können jedoch nicht entkommen, wenn der Gegner sie von hinten packt. Um ein Verteidigungsobjekt auszurüsten, gehen Sie zum Statusbildschirm und wählen Sie ein Objekt im Menü Verteidigungsobjekte. Aha, komplett neues Feature hier, wenn wir zum Beispiel von einem Zombie gebissen werden. Wählen Sie den Befehl Ausrüsten. Ist Ihr Verteidigungsobjekt in den Controller-Einstellungen auf manuell gestellt, so müssen Sie zum Verwenden des Verteidigungsobjektes E drücken. Verteidigungsobjekt. Ah, guckt mal. Wir haben hier noch eine Granate oder sowas. Waffe ablegen. Ausrüsten. Ausrüsten. So, okay. Das heißt, wenn uns ein Zombie angreift und der uns beißt, dann können wir mit diesem Dolch quasi den Kopf zerdrücken und das finde ich gut. Das, oh Gott. Was? Ja, da kommt er doch. Da ist doch dieser blöde Zombie. So, da möchte ich auch mal gucken, ob wir an dem vorbeikommen. Kommen wir an dem... Auch die Steuerung. Shit! Okay, E. Warte mal, dann probieren wir das doch. Ha! Schaut euch das an. Wir haben unseren Dolch benutzt. Dadurch haben wir keinen Schaden bekommen. Wir sind grün. So, ach, und das reicht aber nicht. Ja, verdammt ich. Okay. Dann geh hier. Nein! Was machst du denn nicht schieben? Bist du des Wahnsinns? Okay. gut. Da haben wir jetzt zwar einen Dolch verschwendet, aber ich wollte mal gucken, wie das funktioniert. Ein altes Foto in einem Rahmen. Vielleicht hatte die Person etwas mit dem Haus zu tun. Ja, der Zombie ist jetzt da noch in der Ecke. Die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol ist in das Schloss eingraviert. Okay, das heißt, den Zombie, den lassen wir da erstmal liegen. Hier haben wir auch nichts mehr. Guckt mal, oben rechts vollständig verbleibend. Das heißt, in den rot gekennzeichneten Räumen auf der Karte ist in der Regel noch was für uns zu tun. Und das finde ich sehr cool, dass sie uns das sagen. Weil so macht es definitiv einfacher. So, ich würde aber vorschlagen, wir bleiben jetzt definitiv erstmal im Erdgeschoss. Ach, schön ruhig die Haupthalle, ne? Und ich würde vorschlagen, speichern wir zum ersten Mal. Ich möchte das Ganze nicht nochmal nachspielen müssen.
Eine alte Schreibmaschine. Sie können ihren Fortschritt speichern. Machen wir. Dann speichere das. Wow. Das Speichern geht echt flott. Chris 1, großer Speichersaal. Speisesaal. Wie auch immer. Ja, Speisesaal. Gut. Ein großer, schmutzverkrusteter Krug. Okay, ich hoffe jetzt, dass dieser Zombie hier weg ist. Weil dann würde ich nämlich gerne den Kollegen nochmal untersuchen, den er aufgefressen hat. Ist der weg? Er zielt. Das heißt, da hinten ist was. Verdammte Scheiße. Okay. Aber ich möchte erstmal hier hinten hin. In diesem Spiel gibt es nämlich auch eine Besonderheit. Ja. Ja, ich höre dich doch da. Hast du nichts? Die Leiche ihres Kameraden Kenneth. Ah, anscheinend hält er etwas fest. Kenneths Film? Das ist der Film, der Kenneth gehörte. Ich brauche einen Videorekorder, damit ich ihn ansehen kann. Kenneths Film. Okay. Ist der in den Akten? Villa 1. Kenneths Film, der ist hier drin. Da. Okay. Alles klar. Ach, guck mal, und da geht's hier auch weiter. Das ist ja geil jetzt. Also in dem ersten Teil gab's hier keine Tür. Das ist nochmal ein komplett anderer, neuer Bereich hier. Okay. Gehen wir da rein. Erkunden wir mal das Haus hier. Ich glaube bei den... Ach du Scheiße, was ist das jetzt? Da ist da bestimmt wieder ein Schocker vorprogrammiert hier. Oh Gott. Ich habe nur 15 Schuss oder was? Ja, nur 15 Schuss. Toll. Keine Verteidigungswaffe? Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Munition! Ah, dankeschön. Und schaut mal da hinten. Ich habe da gerade was gesehen. Eine Leiche liegt auf dem Boden, so als sei sie plötzlich gestorben. Was zum Teufel ist im Haus vorgefallen? Ja, das ist sehr mysteriös, ne? Warum hier überall Zombies rumlaufen. Und schaut mal hier, wir haben hier zwei Kräuter. Zwei grüne Kräuter. Aber ich nehme erstmal nur eins mit. Oder sollen wir beide mitnehmen? Nee, ich möchte Heilung tatsächlich sparen hier, weil ich weiß nicht, wie viel wir kriegen. Ich hoffe ja, dass wir bald mal in den ersten Kistenraum kommen. Dann gehen wir hier hoch, Chris. So. Und dann mal gucken, wo wir jetzt hier sind. Erstes okay. Ja. Okay. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal hier in diese Tür rein. Das ist jetzt nämlich komplett neuer Bereich, glaube ich, vom Haus. Weil das hier hatten wir definitiv nicht im Original. Okay. Da liegt nochmal ein Kraut. Boah, wie viele... Okay. Ja, wo bist du denn, Kollege? Boah, liegen hier viele Kräuter rum. Ganz ehrlich. Die anderen Türen sind alle zu. Ich gehe erstmal hier rein. Ich hätte jetzt gerne mal meine erste Kiste. Meinen ersten Speicherraum mit Kiste. Auf dem Schild ist eine Inschrift. Der Tod ist erst der Anfang. Aha. Oh Gott, das sieht aus wie eine Falle oder so hier. Das sieht aus wie eine Falle. Auf dem Schild ist eine Inschrift. Ja. Der Tod ist der wahre Geist der Glückseligkeit. Das sieht aus wie eine Falle. Nicht berühren am besten. Ist auch zu. Okay. Lass uns hier weg. Wir haben hier noch nichts verloren. Ich will hier nicht draufgehen durch so eine Falle. Okay, das heißt dann aber auch... In diesem Spiel gibt es nämlich die Besonderheit, glaube ich, dass man Zombies, wenn man sie tötet, verbrennen muss, ne? Und, ja. Das kann man nicht machen, glaube ich, ohne Kerosin. Ich habe mich mal so ein bisschen eingelesen. Und Kerosin findet man an bestimmten Stellen im Haus, um Zombies zu verbrennen, weil sonst stehen die, wenn man die kaputt schießt, tatsächlich immer wieder auf. Das ist echt gemein.
Und ja, das wollen wir nicht. Und deswegen. Ach, diese Kameraansichten, ne? Da wird man direkt nervöser. So. Zum Glück spiele ich das am Nachmittag. Weil ein neues Projekt und so. Und dann direkt abends. Nee. So, da müssen wir tatsächlich nach oben gehen. Wir könnten zwar das Emblem mitnehmen, aber das lasse ich erstmal. Weil damit warte ich tatsächlich, bis wir das Goldemblem finden. Ja, wir brauchen ein Emblem, ein Goldemblem für da vorne. Das weiß ich noch. Aro, komm mal raus da. Katze ist wieder da bei mir. Gut. Gehen wir mal nach oben, weil da oben, ganz ehrlich, da auf der linken Seite würde ich nur ungern weitermachen wollen. Ne, weil das ist definitiv eine Falle. Und, gehen wir mal nach oben hier. Hier war ja bei Code Veronica, war ja hier eine Tür. Und jetzt ist hier auch eine Tür, oh mein Gott. Okay, das ist krass. Das gab es im Original auch nicht. Wo sind wir hier? Wir sind draußen. Nee, 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 oder? Irgendwas. Ja, wir sind draußen, schaut mal. Wir sind irgendwie im Garten, im Friedhof oder Garten oder so. Höchst. Ah, da ist was. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, da kommen wir nicht hin. Ist das eine Abkürzung? Nö, das ist einfach nur ein Raum, okay. Ein zerbröchelnder Grabstein. Er trägt weder Namen noch Inschrift. Okay. So, was haben wir hier? Ah, da hinten. Hier links müssen wir hin. Da vorne. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Was ist denn das hier auf dem Friedhof? Ein Grabmal mit dem Bild eines Engels. Hier ist eine Einbuchtung in Form einer Pfeilspitze. Das ist komplett neu. Das hatten wir im Original gar nicht, diesen Garten hier. Okay, höchst interessant. Kann man hier noch weiter? Hier kann man noch weiter, ne? Ja. Aber ich hoffe, hier kommen keine Hunde. Bitte keine Hunde. Hunde kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Ich habe auch noch keinen Zombie erledigt. Ich möchte diese Munition sparen. Was ist denn das? Gewehrmunition! Okay. 6 Schuss für eine Schrotflinte wahrscheinlich. Gibt's hier sonst nichts? Ja, okay. Geil. Alles klar. Aber wir können erstmal wieder rein. Und ja, dann ist die erste Folge tatsächlich auch schon wieder voll. Da würde ich mal sagen, liebe Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, dass ihr es gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann im Herrenhaus jetzt weitergeht, geht es weiter beim nächsten Mal. Und da würde ich sagen, bitte schon einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.